So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Damier 1998. Das hört sich immer sehr witzig an, als würde man nur 1998 sagen, aber es ist ja 1998. So, wir mussten dieses Prolux-Dings-Zeugs da abgeben. Und jetzt befinden wir uns hier in einem Korridor der Verdammnis. Hier fehlt uns natürlich wieder so ein Überbrückungskabel, aber ich glaube nicht, dass es das sein wird, was uns wirklich nachher im Endeffekt fehlt, um hier wirklich weiterzukommen. Tja, ich hätte gerne heute gestreamt für euch und wer weiß, wann auch immer diese Folge rauskommt, denn wir haben einen Internetanbieterwechsel gemacht. Und wie es mal so ist, der neue Anbieter funktioniert nicht. Naja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Mach die Türe auf und lass mich doch hinein. Lass mich mal einen Blick hineinwerfen. Okay, ihr bleibt auch alle liegen soweit? Ja, okay. Da, hab ich mir doch gedacht. Warte, Kuh schließen. Wo denn? Da. Ja, ist sehr gut, Kollege. Ein paar Headies da, kann man ja... So, ich will gleich mal lesen. Ich will mal gucken, ob wir da irgendwas... Hey, Kollege! Nein, 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 nein. Fangen wir mal nicht so an, Kollege. Bist du tot? Bleib liegen. Okay. Wo war das Buch, was ich jetzt hier... Genau. Wie war das mal mit den Switchen der Daten? Ain't to. Don't know what to do. Tja. Okay. No data. War es das gerade, was ich gerade lesen wollte? Nun komm. Lies. Nee, das war das nicht irgendwie. Scheiße. Dann muss der Penner auch direkt in dem Moment aufstehen, ne? Jetzt sagen wir mit Techniker bei bla bla Testphase für verfügbare potenzielle Anwendung. Es gibt die Transformation mit der Überwachung. Nur wenn die Maßnahmen sind, verbessern diese Folge folgt nur der Ressourcen unmittelbar in Interaktion. Das nervt mich total, dass der Penner gerade. Aha, durch den Einsatz spezieller Verbindungen können sie gut wieder Kommunikation zu hoch und herunterladen Lebensretter angezapft werden. Im Feld bla bla, aber das war das nicht, ne? Das war das nicht. Not data. Was haben wir hier? Oh, das mal. Achso. So, das kommt doch hin, dass das gewesen ist. So, betreff Wartung der Erneuerung von Aufbewahrungsräumen. Sehr geehrter, mittlerweile sind sie meiner häufigen Gesuche höchstwahrscheinlich überdrüssig. Aber ich muss darauf bestehen, das Wartungssystem für die Temperaturüberwachung der Aufbewahrungsräume, das was es auch nicht. Scheiße. Naja. Na, wollen wir hoffen, dass das jetzt nicht allzu wichtig gewesen ist. Fuck. Und so. Okay, wir haben mal einmal Motivation hier gefunden. Das ist schon mal gar nicht mal so übel. Mal ganz kurz umsehen. Scheiße, ey. Aber ich glaube, der hätte mich nicht angegriffen, oder? Wenn ich da jetzt im Lesemodus gewesen wäre, hätte er, glaube ich, mich nicht gegessen. Dieser Penner. Trotz all dem hast du alles kaputt gemacht. So. Da hinten steht noch einer. Ein Abbild des griechischen Gottes Ares. Er heißt, das heißt, dass seine Schönheit nur von seiner Gier nach Gewalt übertroffen wurde. Sowas gibt es auch. Erinnert mich sehr, sehr stark an das Polizeirevier von Resident Evil 2. Ein Abbild des griechischen Gottes Hepatos. Er war der Gott der Schmiedekunst und lebte in einem Vulkan. Ja, das macht Sinn, wenn du schmieden willst, ne?
Vulkane sind da sehr prädestiniert für. Da gibt es heißes Feuerlava. So. Ein Abbild der griechischen Gottes Kronos. Er ist der Vater von Zeus und hat seine eigenen Kinder verschlungen, weil er fürchtete, dass sie ihm seine Macht entreißen würde. Ach, was für ein netter Vater, wa? Vater des Jahres, würde ich mal sagen. Ein Abbild des griechischen Gottes Apollo. Er ist der Gott des Lichtes und hat die Zukunft der Menschheit mit Kunst, Dichtung und Musik gesegnet. Das ist schön. Der Kollege ist wirklich tot. Hier haben wir nochmal eine Readme-Datei. So. Hexa, Bionotik, verschlüsselter Datei. Babab, die Chibi-Lieb. Da ist, wird man nicht dabei wirklich schlau draus. Ein Abbild des griechischen Gottes Pollux. Aha. Er und sein Zwillingsbruder Castor bildeten die Diskuturen. Er ist ein erfahrener Faustkämpfer und angeblich unsterblich. Dioskuren, nicht Diskuturen. Das süß, wie man sich immer so verlesen kann, ne? Hier rauscht irgendwo ein Mikrofon. Hello, anyone there? And here? The private office of the founder. From here I should be able to restore system passwords. Boah, der wurde aber runtergekaut hier. Nom 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 nom. Ich wollte nochmal die Bilder durchlegen. Ich weiß nicht, ob dieser Kollege hier im Leben ist oder nicht. So, ein Abbild des griechischen Gottes Castor und sein Zwillingsbruder Pollux bildeten Diskuren und ein hervorragender Pferdebändiger und Beschützer der erschöpfenden Seeleuten. Ziemlich nice. Aber ob das was miteinander zu tun hat? Ein Abbild des griechischen Gottes Helden Jason mit dem goldenen Vlies. Der Legende nach konnte es jede Wunde heilen. Ach, die alten Legenden und die alten Geschichten von Jason, das goldene Vlies. Wer hat die Filme nicht gesehen? Was? Erhelle die Dunkelheit und es wird kein Sturm mehr aufziehen, vor dem er dich nicht retten können. Okay. Und dann? Ja, das Knatschen ist total beruhigend. Ah, warte mal. Erhelle die Dunkelheit und es wird kein Sturm mehr aufziehen, vor dem er dich nicht retten kann. Jetzt, das sind die griechischen Götter. Was ist denn das? Ah! Hab ich mich erschrocken vor so einer Kackfigur. Dabei. Es ist nur so ein Kackarm gewesen. Ich dachte, jetzt frisst mich ein Zeug. Ich komme richtig in Schweiß hier, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich mich darum herumreden soll. Das war dieser Arm von dieser, was weiß ich wer, Alter. Hier, von denen hier. Alter, dieses Arschloch. So. Verschlüsselter Teil in Aktenzeichen. Okay. Digga, ich hab mich echt erschrocken. Dieser Penner, hör mal. Was soll ich, das ist eine alte, elegante Schreibmaschine. Ja, schön. Ich muss nochmal eben checken. Ja, auf einmal ist die Musik auch so gruselig. Ja, genau, das war das mit dem goldenen Vlies. Wobei, sind denn diese griechischen Dingens da dabei? Weil das sind ja alles griechische Bumsen. Und die Übersetzung ist auch nicht dabei. Odysseus. Nee. Das ist ja Blödsinn, aber wo konnte ich das denn erlesen? Ja, an den Bildern natürlich, ne? Upsi, pupsi. An den Bildern. Aber da muss auch irgendwas zu stehen. Wo kommt dieses hässliche Funkgerät her? Mach auf die Türe. Auf den Bildern ist so nichts zu erkennen, ne? Ja, ich würde Apollo. Das ist der Gruselvater. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, er soll schon das richtige Licht sein. Ja. Apollo. Die Frage ist, was für ein Zeichen hat das denn? Apollo.
Hat hier auch nichts eingedingset, ne? Oh. Hier, die Monddingster, das weist ja also alles auf Apollo hin, ne? Die Mondlandung und so. Ja. Ach, das Rauschen von diesem Büro hier wahrscheinlich, ne? Da habe ich vergessen, eine Akte mir anzugucken. Navigieren. Ich weiß es nicht. Was weiß ich, ne? Was weiß ich? Bei Apollo wurde doch mit ein P geschrieben, oder? Und kann man etwas wieder zurückmachen? Oh, das war zu viel. Weiß ich schon gar nicht mehr, wie Apollo geschrieben ist. War das mit Doppel-L oder mit Doppel-P? Ich meine eigentlich mit Doppel-L, ne? Aber das ist ja kein L, das ist ja vielmehr ein R. Wo wäre das? Das ist. Nee, das sieht ja voll verkehrt aus. Erstmal gucken, wie. Oh, wie kann man das überspringen? Liev to Mission Control. Digga. If you can hear me, I've just restored the facility passcodes from the Matrix. I'm in the process of gathering the 731 samples and data off the server. Over. Man kann, wenn man es nicht weiß, kann man es überspringen? Castor und Pollux, welche in Frage kommen könnten, könnte passender sein als diese beiden. Tatsächlich hätte der wohl so eine Durchbruch. Da stand und seinem Bruder Castor oder wahrscheinlich auf alle Zeiten stattfinden. Im Grunde wussten wir gar nichts darüber, dass die Bergung des japanischen U-Boots in der 70er vollzogen wurde. Bis dahin wussten wir nur, dass mit den irregulären Schäden einen Organismus verübt werden könnten, die selbst in der Serie eine Schatten stellen. Aber abgesehen davon, das zweifelte Chroniken. Einsatz der biomechanischen Waffen unvermeidlich umschreiben und die Vereinigten Staaten höher auf das Podest der globalen Mächte verfrachten wird nicht. Okay. Einfach ein Zufall, das ist ein infizierte Inselbewohner, aber er selbst ein menschlicher Opfer forderte, beschloss diese Maßnahmen. Dabei stolperte man den schrecklichen Tatsachen, dass wir unsere heutige Existenz einzig und allein der Inkompetenz der Bootsbesatzung zu verdanken haben. Das Interessante an diesem knappen Entkommen ist, dass ein Potenzial ist desaströser, doch schlecht ausgeführter Racheplan einer besiegten Überseenation sich einmal mehr für uns als glücksvoll herausgestellt hat. Im Jahre 1973 wurde die Aegis Laboratorien auf der Insel mit dem bezeichneten Nordblau 2 errichtet, damit japanische U-Boot aufgefunden und Flüssigkeit sich extrahieren. Angehende Teil des Rumpfes und nassen Grab befreien. Später haben wir sie dann den Betonbunker errichtet, in dem er sich momentan befindet. Er war eine technische Herausforderung. Die Anlage, die wir heute benutzen, war den immensen Aufwand. Die meisten Leute in den Diensten verrichtet haben, hatten keine Ahnung, sich in den befindenden Tagen darüber in Bezweifel. Castor könnte möglicherweise ultimative Waffen, Chemieangriffe, erheblichen Größen, Steuerungsmethode, bla bla bla. CSR03. Mal gucken, ob wir das uns merken müssen. Mit einer bodenunterschiedlichen schützenden Blätter öffnet sich unter dem Sinne der Voranscheinung. An diesem Punkt wird der CSR03 in hohen freigesetzt und in anderen Regeln. Wenn man mehr verliert, die Leistungsfähigkeit der hinterlassen. Wenn ausreichende Bevölkerung so einen Einsatz kommt, wären Tausende und Abertausende von Opfern innerhalb von Sekunden möglich. Ganze Einwohnerschaften, fremden Armeen oder Gruppen von unerwünschten und überflüssigen Söldnern in einem Kampfgebiet könnten in einem kurzen Augenblick ausgelöscht werden. Der Rest des Tages ist unlichtbar. Gott sei Dank, ist ja auch lang genug gewesen. Also CSR 03.
Racheplan der Japanesen. Was? Nehmen wir, glaube ich, mal meine andere Flinte. Du bleibst liegen, Kollege, soweit, ne? Ja. Hat uns das jetzt irgendwie weitergeholfen? Ich weiß noch nicht, was er selber gesagt hat. Ups, was? Hä? Hä? Weil ich da von einfach so überrascht worden bin. Dass man hier... Ja, ja. Na, Lady. Überspringen kann. Gewisse Rätsel. Lelel. Okay, wie dem auch sei. Der doch herkam, ne? Ich muss die Pulse probieren. Ja, aber das, die Anlage lässt uns ja nicht raus. Haben wir denn dort eng... Schatten. Ach du grüne Neune. Ha! Ja. So. Hexer, Biokinetik, verschlüsselte Dateien, Aktenzeichen, HB463. Okay, man kann es auch nicht wirklich durchlesen dann. Herr Daddy. Ach, hier sitzt noch der Kollege. Okay. Ah, da mussten wir... Da haben wir die Probe abgegeben drin, ne? Das ist ja geil. Überbrückungskabel, da können wir nochmal rumspielen mit. Aber bestimmt kriege ich da jetzt nichts mehr, weil ich da auch irgendwie... Da, die sind aufgewacht. Ah! Ich traue euch nicht. This is Liev. About time. What the hell happened? I've retrieved the 731 samples. Now I'm heading over to the server room to gather the search data. Over. Understood. We're having trouble with the comp system. To make matters worse, this storm isn't getting any less wild, and the loads are being pushed to the limit. I don't think it'll hold for much longer. Your new rendezvous point is the main entrance, so head there. Hurry up and grab the data so we can get the hell out of here. Watch your back. Open comms 2236. Over. Ja. Hier, nimm mal mit. Schwer? Ach, das war diese Kacke mit den... Was? Stimmt ja gar nicht. War volle Elle drin. Das verstehe ich nicht. Gut, wie dem auch sei, wir können hier diesen Laden erstmal. Wie rum denn? Da durch den Vordereingang latschen, oder? Was ist denn, können wir hier durch den Vordereingang? Das würde mir eigentlich lieber gefallen. Aber wahrscheinlich wegen Hubschrauber auf dem Dach und so ein Scheiß, hä? Aha! Das sollte wohl alles sagen. Alter, das mit den Hacken, dass du nicht irgendwie... Ah, ja, weiß ich nicht. Also ich fand das schon, dass hier drin war. Ja, los geht's.
Nur eine Tür, ne? Genau. Serverraum. Okay. Hey, you! Drop your gun and let me see your hands! Right now! Sorry. I thought you were one of those dead, melted thingies that killed the others. Yeah, well, I ain't. And you almost got shot in the head, whoever you are. You know, I'm no threat to you. My name's John. John Fay. I work for Aegis. In the Information Science Department. Well, mostly in the server room. I've been hiding down there for hours, since all hell broke loose. All communications are down, and I didn't think anyone would risk their lives to actually save us. What the hell happened to this place? I'm not sure exactly, but I don't think it was accidental. How do you mean? Well, I can access anything via the server. The security system, surveillance cameras, and naturally, the personnel, files of all the Aegis employees. I've been trying to reconstruct exactly what went wrong. And actually, you'd be amazed at what somebody can achieve down here in just a few hours. Anyway, I think it's safe to say that one of our own stole some research and covered the whole up as an accident, obscuring all evidence of their damnable theft. Huh. You don't say. I'm gonna need that fancy ID card of yours to access the server. Well, why? Why do you want to access the server? I thought you were actually here to rescue us. Technically, those were your words, not mine. Sorry, bud. Orders are orders. But what about the others? All the survivors in the building? You're not gonna let us die here. Nah, you're right. I guess I can't. I mean, especially you. Oh, what the heck. I'll lend a hand. Ja, das wusste ich. Wir sind einfach eine sehr, sehr böse Person. So, die Reinigung hat begonnen. Oh, nur weil dann. Evacuation sequence activated. Mach die scheiß Tür. Ich werde hier der verkackte Zombie, der da oben wohnt, wird jetzt auf einmal lebendig. Ich glaube vielmehr, dass wir uns da gleich durchrennen müssen. Und ich glaube, dass wir jetzt öfter draufgehen werden. Scheiße! Was ist denn das für eine Kacke hier? Moment. Scheiße. Verreck doch endlich! Keine Motivation mehr. Au! Er kotzt mich voll! Noch ein Zombie. Alle. It worked. We got the main entry doors open. Now, get your ass out of there. Oh. Back to base. Oh. Alter Falter. My pawn moved admirably through the AG's lab. Kapitel and zwei. With just a few bad moves, the game proceeded ahead. Unfortunately,
I underestimate the fierce loyalties of those no-good Exacor players. It was the most incredible fight I ever saw. He just grabbed the guy, bit his ear off, and spit it on the mat. How often does that happen? During a boxing match? Never. HQ here. We read your signal on beacon. You're less than 30 minutes from base. Acknowledge. This is Sandman Actual. Roger your last, HQ. Commencing final approach procedures to base. Any sign of the others? Over. Negative, Sandman Actual. Epsilon has gone out with their MIA. The special unit is being deployed to secure the site and evacuate survivors as soon as possible. Over and out. Maybe we should have waited after all. Not a chance. There's no way the carriers would have withstood that storm for a moment longer. Besides, I didn't come all this way to fail. Fail? Right. You know, for a second there, I forgot how you do things, Major. You sit there, all ladylike to keep that immaculate uniform or spick and span while real soldiers go into battle. Too bad it has to be at the expense of real men with bona fide families. Yeah. Fucking Crimson Skulls, man. You're all the fucking same. I can see why you chose this boy to be your sidekick. You've both got a lot in common. For starters, just think about it. You're both cowardly little bitches that leave comrades to die. What did you just say to me? You better watch your fucking mouth. Knock it off, you two. Epsilon or no Epsilon, our orders stand. Right. You squawk way too much. Listen carefully, Dylan, because I won't repeat this again. I know what it's like to lose somebody and not be able to do a goddamn thing about it. But you can't go on blaming yourself. You made a judgment call on that plane. Otherwise, you'd both be dead. And I think he would have done the same in your position. Are we clear? Say so, Major. It's just, every time I close my eyes, I can still see him. He's burning up and screaming for me to somehow help him, and I can't. I know, but sometimes you just gotta move forward. Let go and focus on the present moment. You cut through that storm with your fangs out. You got golden hands, kid. I'm impressed. And now that your scars are more or less healed, I'm sure you go back to flying solo any day now. You looking to lose the payload now that we're so close to base? God damn it. Raven, take the controls. I'm gonna go check and make sure supports are secure. That storm really pushed them to the limit. Yes, sir. Fuck's sakes, kid. Your file says you're the real deal. Took an SR-91 from the Aurora program to hypersonic Mach 6. That's a hell of a lot more than most pilots can say. By all rights, you should be able to fly this toy with your eyes closed. You know, I pushed for you to join the Skulls, even after what happened at Trident. Only place I want to see you falling is on the mat after our bouts. Okay, now focus and keep this bird up in the sky. You got it, Major. I won't let you down. Poopsie. Endlich mal eine Figur, die vernünftig aussieht hier. Die anderen sahen irgendwie alle so FIFA, keine Ahnung, FIFA 2006 aus oder so. Das war schon so ein bisschen knapp gerade, ne? This is Sam Walker.
I'm out at the game tower at Hunter's Pass. Come in, over. Keenside Police, Kenneth speaking. Go ahead, Sam. Oh, hey, Ken. I don't want to rain on your parade, but some chopper nearly took my head off not 5 minutes ago. Do you know anything about that? Over. Right. Sorry, Sam. Those big shots called in last night to schedule transport passing through the area. Night exercise or something. In and out. Real hush-hush. You should be safe to go back up there. Just keep your head down. I read you, Ken. Although next time, you know, I'd be mighty grateful for any notice. Over and out. Hey, baby, it's me. Sam? Sorry, I was out at the generator. You usually don't call this late. The generator. Oh, yeah. I remember to turn off the lights in the house. Otherwise, you'll have to refuel again before daybreak. I know. Sam, I'm not sure if I'll ever get used to living out in these woods. It's just so isolated. So, why'd you call, baby? Need help booking some rest while you were coon? Funny. You know, maybe. I'm still on duty. Listen, I was just on the radio with Kent, so I thought I'd check in on you. And I feel bad about not being able to take you to the Cherry Blossom Feast. I know how much it means to you. It's just, well, you know how the night shift works. I know all too well. Ken, did something happen? No, nothing to worry about. I just had a near miss in the tower involving some bozo in a helicopter. And hold on a second. Shit, I can't find my meds. I must have dropped him when that chopper went past. God only knows where they ended up. That's not good, Sam. You know you need those for... Don't start that again. I'm fine. I can manage it. I've been living with this for a long time now. Sam, you know what happened the last time you didn't take them? How could I forget? With you constantly reminding me. Listen, I gotta go, baby, okay? Don't worry about a thing. It's just a few more hours. Go to bed and get some rest. I'll be home in the morning. I love you. Ach, süß. Das Schönste, was eine Frau immer zu ihrem Mann sagen kann, ne? I can manage it. I can manage it. Just like... Oder du gehst einfach deine scheiß Tabletten suchen. Major, what's going on here? David, help me, please. Go through, please. Put the weapon down. No fucking way. Talk to me, sir. What the hell is going on? Alex, he broke a vial in my face. Enough chatter. Step away from him right now. Ist der andere jetzt auch tot, den wir gespielt hatten? God damn you, Lee. Well. Who would have thought? Tonight's the night that you finally fail a mission. Lo and behold, the great Sandman isn't as great after all, is he? And who would have thought? Tonight's also the night when you die. You know, for what it's worth, I can honestly say, I had the real displeasure of serving under you, Major. Oh, and don't worry, I'll take care of these. Farewell. What? Son of a bitch! Shit, didn't see that coming. Yeah. Ja. Ja. Arschloch. So, meine Kinderchen, das war's. Warte mal, nachdem sie später gerne. Wie hieß er noch? Live aus dem Dings 4-Euro-Geld der Hubschrauber gestürzt hat, taucht er gerade rechtzeitig aus dem Wasser und Keenside Bay auf. Um mit anzusehen, wie der Hubschrauber hinter den Häusern der Stadt außer Kontrolle gerät, bevor er in der nahegelegenen Bank krachte. Während er in Richtung Küste schwimmt, tritt der Castor-Giftstoff, der sich an Bord des Hubschraubers befand, aus und fordert bereits seine ersten Opfer in den Straßen der Stadt. Wenn er den Hafen erreicht, hat er nicht mehr viel Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen und sich der Infektion zu entziehen.
So, Kinderchen, das war's für heute. Danke fürs Reinschalten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ciao.